Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge, die Sims 4 Asylum Challenge. Ja, unsere liebe Jenny ist gerade auf der Arbeit. Hier werden ein paar Tanztechniken geprobt, ein wenig gequatscht, obwohl er gar nicht zuhört. Es werden Käse-Sandwiches, einfach nur normale Sandwiches, verspeist. Ja, und wo ist der Rest der Mannschaft? Mannschaft! So. Wen haben wir denn hier? Es wird schön in einem Schlafzimmer gequatscht und noch mehr gequatscht. Ja, da sind unsere Leutchen und quatschen. Sehr verdächtig. So ein Fenster dazwischen fehlt, dass sie sich da angucken können. Ja. Sie ist gerade bei der Arbeit. Ich spule extra ein wenig vor, damit wir das nicht allzu lange auf unsere liebe Jenny warten müssen. Jetzt wird schön gegessen und unser Liebster. So, Lea und Patrick sind eben beste Freunde geworden. Solange alle meinen Liebsten in Ruhe lassen, ist alles gut. Oh, lieber Reik ist sauer und lässt es an dem Mülleimer aus. Ich hoffe, sie räumt es auch wieder auf. Nein, die Lea macht's. Will es machen. Will es machen. Tut's aber nicht. Ah, zum Glück keine Rechnung. Irgendeiner muss das jetzt aufräumen, Leute. Hoffen, habt ihr oben alles noch heile gelassen? Okay. So, wir sind wieder da. Mit 402 Simoleons und einem Urlaubstag. Und wir sind super angespannt und können noch nicht mal ein schönes Schaumbad oder sowas nehmen, um uns zu entspannen. Wir können doch... Ich habe Angst, das anzuzünden. Nein, nicht anzünden. Lass uns doch einfach... Kann ich nicht hier irgendwas... Ich möchte Leo ein Ständchen bringen. Das ist jetzt das, was ich gern möchte. Leo ein Ständchen bringen. Ja. Wir sind selbstsicher. Die Saiten des Herzens zupfen. Musik ist die schönste Methode, um zu sagen: Ich liebe dich. Hola, Gilan. Emperfuf Gaffa. Ja, ihm scheint es zu gefallen. Er sieht kokett aus. Das ist so süß. Ja, es ist so ein süßes Paar. Und du merkst Musik. No, ehrlich, Sophie. Er denkt an Bett, sie denkt an Kühlschrank. So muss die Liebe sein. Und du räumst den Dreck weg. Oh nee, haben wir dann überhaupt noch was zu essen da? 5, 1, 7. Okay. Hä? Wieso habe ich jetzt eine hergestellte Geige? Warum habe ich ständig ein paar Geigen? Ich verkaufe die, ich weiß nicht, wo die herkommen. Muss echt davon kommen, dass die wahrscheinlich in San Myshuno spielen und dann irgendwie die Gitarre mitnehmen oder so. Ich weiß es nicht. Naja, jetzt haben wir halt das Geld. Ist auch in Ordnung. Schadet ja auch nicht. Wir sollten auch noch mit unseren anderen Mädels hier ein bisschen quatschen. Und ein bisschen Kontakte knüpfen.
Ohne ist es echt ein bisschen doof. Ist er denn... Nee, ne? Nee, es ist... Der hat sich in ein Einzelbett reingelegt. Das ist voll schade, weil wenn er sich da hinlegen würde, dann könnten wir uns wenigstens dazulegen, ohne dass es ihn stört. So. Da spielt jemand. Wenn wir wegfahren könnten, könnten wir wenigstens die Klavierfähigkeit verbessern. Aber das ist uns ja leider nicht erlaubt. Ich finde es gut, dass die anderen Sims nicht ohne, also einfach so immer den Kamin anzünden. Sonst wäre bestimmt die ganze Bude schon in Flammen aufgegangen. Ja. Da ist er so süß am Schlafen. Ja. So, alles heile. Beruhigende Saiten wegen Geigenmusik. Eine perfekte, weiche Geigenmelodie kann erstaunlich beruhigend wirken. Dabishi. Bura. Hib, hib. Vatu. Kubu. Vanish. Neribu. Huh? Sharanu. Ich glaube, das ist Stadtgespräch, was gerade läuft. Ja, tut mir leid, jetzt bin ich fertig. Jetzt bräuchte ich mir auch nicht zuhören. Ihr seid ja auch welche. Mache ich das Wasser noch leer? So, in einer muss das ja aufräumen. Vielleicht finde ich noch ein paar Teile, die ich verkaufen kann. Ah, das ist gut. Warum reden die immer mit Sachen, mit Elektrogeräten? Erst die Mareike, die mit dem Radio redet und jetzt... Du. Jetzt du. Das klingt immer wie so ein Geist. La di da di da, la di da di da, la di da di da. Luna leaves the sea beware. Du da, du da. Ja, 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 du bist so schlecht. Du da, du da, de. Wir können doch eigentlich mal nach einem Job suchen, mit einem anderen. Oh, was könnten wir denn machen noch? Wir könnten die Leckermaul machen. Aber da müssen wir, glaube ich, auch Mixfähigkeiten mit aufbauen. Probieren wir mal soziale Medien aus. Zum Ufer können wir immer noch in unseren alten Job zurück. Okay, was müssen wir denn dafür machen? Soziale Medien. Oh, ja, da fällt mir gerade ein. Das geht nicht. Weil wir nämlich einen Computer dafür brauchen und das haben wir nicht. Aber Mano, ehrlich.
Wissenschaftler geht auch nicht. Wir könnten noch die Sportlerkarriere machen. Ich glaube, dafür braucht man nur, ja. Ah, Ina. Da müssen wir eigentlich nur hier trainieren. Das ist vielleicht jetzt nicht der beste Job, aber dafür können wir vielleicht höher aufsteigen. Also wir gucken mal, wie weit wir aufsteigen können. Ja, habe ich nicht mehr viel getan, ne? Komm. Links, rechts. Rechts, links. Das ist ein Fragezeichen. Ein Sim muss eine ausgezeichnete Leistung erbringen und die Beförderungsaufgaben abschließen, um befördert zu werden. Ja, das ist mir bewusst. Ich will nur wissen, wie die Karriere aussieht. Das wäre jetzt ganz interessant. Schlag, Schlag, Schlag. Und sonst können wir, glaube ich, wir haben so gut wie gar nichts, wo wir wirklich, eben noch das schnell zu Ende essen. Ah, yes. Wir gehen dann auch nochmal an die Grenzen, nachdem wir auf Toilette waren. Ja, wir werden dich jetzt richtig fit hinkriegen, meine Liebe. Du hast echt nicht mehr viel getan. Guck mal ganz. Du siehst total fertig aus, ne? Du musst mehr für deinen Körper tun. Dann fühlst du dich auch wohler. Didi. Hoffentlich ist die Toilette frei. Ah, gut, die ist frei. So, und dann gehen wir nämlich gleich noch an unsere Grenzen. Komm, trainier. Du bist traurig, weil... Schnief. Wegen Merkmal wahnsinnig. Manchmal kreisen wilde, verrückte Gedanken in deinem Kopf. Jetzt ist es wieder einmal soweit. Deswegen bist du traurig. Aber die Glücklichkeit überwiegt irgendwie. Gora! Okay. Und dann ab ins Bett eigentlich. Ja, Levelaufstieg. Ach komm. Du brauchst das, glaube ich, nicht mehr machen, oder? Nein, komm. Gehen jetzt schön duschen, dann reparieren wir die Toilette und dann können wir eine Runde schlafen. So muss das doch sein. Ja. Wir machen das gleich wieder. Komm, nur reparieren schnell. Wir könnten auch irgendwas mit Geschicklichkeit machen. Vielleicht irgendwie Technik gut oder sowas. Obwohl, da muss man, glaube ich, auch Computer. Spiele machen. Richtig schön ausschlafen jetzt. Na, denn mit der Musik kommen wir nicht weiter. Wir bleiben da halt stehen, verdienen immer nur so ein bisschen Geld. Und wenn wir in einer anderen Karriere weiterkommen können. Das sollte ja nicht gegen die Regeln sein. Ich habe die Regeln wirklich momentan gar nicht mehr im Kopf. Sollte die mir mal eigentlich mal wieder durchlesen. Aber es sollte ja nicht verboten sein, einen Job zu wechseln. So steht ja, man kann einen Job haben. Komm,
also in der Richtung Kochen würde ich ja auch gehen, wenn wir nicht die Mixenfähigkeit auch hätten. Ich glaube, man muss wirklich anfangs auch noch die Mixenfähigkeit leveln und das ist halt das Problem. Du, 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 du. Ja, macht doch jetzt mal hier sauber, Leute. So, wir müssen ja noch eine Stunde zur Arbeit. Wir müssen jetzt eigentlich gleich nur noch schnell was essen. Wir haben zwar voll den Muskelkater, aber... Ja, wir haben ewig nichts mehr an sportlichen Aktivitäten. Und hey, mein Schatz. Hallo. Na, du. Es wäre voll schön, wenn du mich massieren könntest. Ich flirte noch ein bisschen vor beim Essen mit ihm. So, genau. Und dann sehen wir uns ein bisschen flirten. Nie so brib. Hallöchen. Torkanoo. Oh. Ein Baby machen geht natürlich nicht. Das wäre so süß, wenn sie jetzt auch noch ein Baby machen können. Chefinas, Nabim, Rabat. Süße Pantoffel hast du an, du. Kim Angle. Slap. Ah, in Kappa. Muskatines. Muss zur Arbeit. S, schneller. Tedu. Nicht quatschen, essen. Sollte reichen, stell Essen hin und ab geht's mit dir. Tu den Rest in den Kühlschrank. Beziehungsweise das in Müll. So. Du willst natürlich sehr fleißig arbeiten. Und Charisma-Fähigkeiten oder sowas, die können wir ja immer noch untereinander halt machen, wenn sowas halt. Ist aber so, Sport können wir machen. Das ist ja nur Fitnessfähigkeit. Okay, Krankheitsbericht. Jenny arbeitet in der Umkleidekabine. Als sie bemerkt, dass der Starspieler eindeutig hinkt, wenn niemand hinsieht, soll Jenny dem Trainer von der Verletzung berichten oder lieber schweigen? Wir werden nichts erzählen. Jenny entscheidet sich, aus der Sache rauszuhalten. Wenn der Spieler mit einer verletzten Bein spielen möchte, dann soll er halt es eben machen. Gewürzfestival. Ich hoffe, dass es sich jetzt nicht negativ auswirkt. Aber gleich rumzuheulen und rumzupetzen ist halt auch nicht wirklich eine gute Sache. Sophie? Natürlich passen ihre Merkmale nicht wirklich dazu. Sie sind ordentlich, genügsam, kreativ und wahnsinnig und alles. Das passt eigentlich überhaupt nicht zum Job. Aber unsere Leistung ist ausgezeichnet. Das ist super. Wir sind natürlich richtig angestrengt am Arbeiten und vielleicht... Beförderung wird schwierig. Wenn ihr das nicht braucht, macht das aus, bitte. Sind alle wieder... Doch! Sofort Beförderung! Yeah! Befördert zur Umkleidenaufseherin. Yay! Charisma-Fähigkeit und Fitness. Okay, das kriegen wir natürlich hin. Sportler-Trophäenschrank. Hiwi! Ulala, hübschi, hübschi, hübsch siehst du aus. Aber wir werden uns natürlich jetzt erstmal ein bisschen... entspannen und einfach richtig... Hörst du nur Musik? Klassische Musik genießen. Und unser Schatzi ist runtergekommen, aber war so müde und ist dann gleich auf dem Sofa wieder zusammengebrochen. No. Ich mach nochmal einen Putzwahn. Die Dusche ist defekt. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Geld. Ein bisschen.
steht denn da draußen? Ach so. Ja, wir sind halt übelst angespannt jetzt wegen dem Job. Aber ja, es ist jetzt auch nicht der Traumjob für uns. Aber dadurch verdienen wir halt wenigstens Geld. Ja, ich will die Dusche reparieren, Junge. Hallo? Lumbekenda, Vilpa, Befite, Plushie Zabrisi. Dass wir mit uns selbst reden. Ich darf jetzt bitte reparieren, oder? Mensch, ey. So, dann erhole ich mich. Ihr macht jetzt aber auch alles kaputt. Oh nein! Schatzi! Also, ihr geht's schon mal ein bisschen besser. Weil wir putzen dürfen. Durften. Aber so ist es natürlich am besten. Level 4 der Kochfähigkeit. So, es macht. So ist es doch besser. So geht der Spaß gleich super schnell hoch. So. Möchtest du dann doch noch was essen? Oh. Haben wir nichts mehr im Kühlschrank? Die haben nur noch Würstchen und Bohnen und noch Speck und Salat Tomaten-Sandwiches. Aber anscheinend nicht das, was ihr gefällt. So, dann futtern wir schnell. Elegantur Nobu, wegen Merkmal wahnsinnig. Die Stimmen sprechen die Sprache der Liebe. No, ich möchte gar nicht dahin gehen. So, dadurch kriegen wir natürlich wieder Teile, die wir verkaufen können. Das ist richtig gut. Du hast jetzt auch einfach Würstchen und Bohnen gemacht. Die waren eben auch noch im Kühlschrank. Du machst es so kompliziert, Mareike. So, dadurch kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld und ja. Ach nee, Tortillas mit Soße hat sie sich wahrscheinlich gemacht. Oder sowas, keine Ahnung. Dann essen wir das schnell und legen uns eigentlich zu unserem Liebsten ins Bett, auch wenn der stinkt, aber so mögen wir ihn doch am liebsten. So, einmal schön aufgeräumt. Ja, ich hoffe mal, dass wir hier in dem Job ein bisschen erfolgreicher sind und weiterkommen und mehr Geld verdienen können. Mit Charisma-Fähigkeit geht das ja ganz flott eigentlich. Das geht ja super. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge am nächsten Mittwoch wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, ihr findet es jetzt nicht ganz so schlimm, dass ich die Karriere gewechselt habe. Aber ich möchte halt gerne ein bisschen mehr Geld verdienen, um vielleicht noch so ein paar Dekorationen oder Ähnliches im Haus mal zu verändern. Also ein bisschen schöner die ganzen Sachen zu gestalten. Und da brauchen wir leider ein bisschen Geld für. Aber naja, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder oder in einem anderen Let's Play. Und bis dahin, ciao!